Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zu diesem Video, in dem es wiederum um die Netflix-Aktie geht. Ja, ich weiß, wir hatten im Februar bereits ein Video dazu, als die Quartalszahlen vom letzten Quartal 2021 veröffentlicht wurden. Da habe ich mich weit aus dem Fenster gelehnt, ein krasses Kursziel angegeben und jetzt, heute, kamen die Quartalszahlen vom ersten Quartal bei der Netflix-Aktie. Ja, und hui, ja. Die Aktie nachbörslich minus 30% und hat mein Kursziel von $250 erreicht. Und jetzt stellt sich natürlich die große Frage, ja, war es das nun endlich gewesen? Oder aber fällt es noch weiter? Wann soll man in die Netflix-Aktie einsteigen? Letztes Mal habe ich gesagt, Leute, das Niveau ist maximal gut für einen charttechnischen Rebound. Danach wird es wahrscheinlich weiter runtergehen. Und jetzt wollen wir uns die Argumente nochmal anschauen aus Februar. Natürlich aktualisiert für den aktuellen Monat und schauen, ja, ist die Netflix-Aktie jetzt wenigstens ein guter Kauf? Und die gute Nachricht vorweg, der Gewinn pro Aktie ist eigentlich nur mit $2,91 erwartet worden, kam mit $3,53. Also so ein Übertreffen der Gewinnerwartung würde normalerweise ein Kursfeuerwerk loslösen. Aber ist nicht passiert, sondern genau das Gegenteil. Und das liegt eben daran, dass fast alle Aktionäre die Netflix-Aktie als einen sogenannten Growth-Stock, als eine Wachstumsaktie einstufen. Und für Wachstum heißt es natürlich, man muss das Wachstum auch irgendwo sehen in den Zahlen. Und zwar nicht in den Gewinnzahlen, sondern man muss sehen, dass Revenues, also die Umsätze, ja, dass die Abos nach oben gehen und das ist es eben nicht. Und naja, wenn wir dann noch einen Blick auf die Ergebnisse werfen, so toll sind sie dann auch nicht. Vergleichen wir es mit 2021, gleiches Quartal, ja, dann sind wir nämlich mit 22 Cent schlechter und das heißt, auch da können wir nicht wirkliches Wachstum sehen. In meinem letzten Video hatte ich ein paar Kernaussagen. Nummer 1 war, ohne Abo-Wachstum geht bei Netflix nichts. Ja, und Netflix hat bis auf das Corona-Jahr Cash verbrannt und wir wollen schauen, ist es dabei geblieben? Und Mehreinnahmen bei der Netflix sind eigentlich nur durch Preiserhöhung oder mehr Abos möglich. Jetzt wissen wir allerdings nach den Netflix-Zahlen, es gab nicht mehr Abos, sondern es schreckend weniger Abos. Netflix hat das erste Mal weniger Abos mitgeteilt als weniger Abos als nicht nur als erwartet, sondern ein negatives Wachstum. So müssen wir es formulieren. Minus 200.000. Das heißt, ein Rückgang in den Zahlen der Kunden. Und das ist natürlich für einen Growth Stock der absolute Schock. Und deswegen ist die Aktie eben auch so vorbörslich, beziehungsweise nachbörslich, gestern Abend vorbörslich, heute Morgen so unter Druck. Und es bleibt dabei. Netflix hat die Wahl zwischen Wachstum oder Gewinn, war meine Aussage. Und das Kursziel von $250 im Februar haben wir erreicht. Ich werde euch in diesem Video ein neues Kursziel mitgeben. Ich werde euch meine Einschätzung zu dieser Aktie mitgeben und wie immer, wenn es gefällt, dann gerne freue ich mich, wenn ihr ein Like hinterlasst und natürlich noch mehr, wenn ihr diesen Kanal hier abonniert und schaut euch ruhig nochmal das Video vom Februar an, denn ja, nahezu alles, was wir dort gesagt haben, ist eingetroffen. Nun, wir beginnen vielleicht mal mit den Positiven dieser Zahlen und warum ich jetzt kein Superbär für die Netflix geworden bin. Ich habe damals gesagt, so ab 250 würde ich beginnen nachzudenken, die Aktie zu kaufen. Und wenn man sich jetzt die Zahlen anschaut, haben wir gerade gesehen, na, Gewinne sind da. Das ist ja schon mal gut. Das zweite Gute ist die Operating Margin, also die Profit Margin bei 25%. Das liegt deutlich über den Analystenerwartungen. Die hatten hier nicht so hohe Erwartungen in die Operating Margin gesetzt und auch der Free Cashflow, ein Punkt, den ich in meinem letzten Video noch zu bemäkeln hatte, der ist deutlich nach oben gegangen und liegt auch deutlich über den Analystenerwartungen. Das heißt, die Aktie schafft es jetzt hier auch aus ihrem Unternehmertum Geld rauszuziehen. Ja, natürlich auf der Kehrseite schafft sie es eben nicht mehr, ein Wachstum zu generieren. Gucken wir auf die Operating Margin an. Operating Margin ist im Prinzip seit Anfang der Firmengründung gewachsen und nach oben gegangen und auch jetzt liegt sie nicht über dem Niveau von 2021, aber über dem Niveau, was die Analysten schätzen und das ist ja immer wichtig, wie der Kurs vorher bewertet war und wir sehen, so 2023 soll man hier noch ein bisschen, oder sieht man noch ein bisschen Platz nach oben. Also von der Seite her ist definitiv kein Druck drauf. Der große Druck auf die Aktie kommt aus einem einzigen Grund und das sind ja die
Subscriber, ja, nämlich hier Netflix-Subscriber-Wachstum gegen die bezahlten Memberships. Und wir sehen, ja, wir sehen, wir haben Umsatzrekorde eigentlich für 2022 zu erwarten gehabt. Aber wir sehen jetzt eben unten im Blau dargestellt, dass die Anzahl der Netflix-Kunden seit dem Corona-Jahr 2020 eigentlich zurückgeht. Und das sind natürlich keine guten Nachrichten. Ich werde gleich genau mal schauen, woran das liegt und ob das vielleicht nur ein temporäres Problem ist. Der Gewinn der Aktie, und das ist für mich immer eine ganz wichtige Kennzahl, um die Aktie zu bewerten, der wird jetzt für das Jahr 2022 bei $11,02 geschätzt. Das ist etwas schlechter als 2021. In 2021, wisst ihr, wurde diese Aktie teilweise mit $600 bewertet. Jetzt sind wir bei 250, also wir haben mehr als eine Halbierung dieses Wertes gesehen. Und ja, da muss man sich natürlich die Frage stellen, gibt es eine Chance vielleicht irgendwie in die Richtung zurückzukommen oder zumindest irgendwo einen kleinen Kurssprung zu machen, weil auch in 2023 erwarten die Analysten immer noch ein gutes Gewinnwachstum von $13. Ja, mein Problem mit der Aktie, was ich habe, ist, wir haben gesagt, die Kursziele, ja, also oder die Kurse in 2021, die wurden mit KGVs von 30 und 40 bezahlt und dann konnte man $600 für eine Netflix bezahlen, weil man sie als eine Wachstumsaktie eingestuft hat. Und Wachstum bedeutet, naja, dass man eben mehr Abos, mehr Kunden hat, mehr Gewinn dann mit der Zeit macht. Aber diese Geschichte scheint einfach vorüber zu sein. Mittlerweile gibt es einfach zu viel Wettbewerber auf dem Markt und diese Wettbewerber fressen die Marktanteile von Netflix auf. Und Netflix ist hier der Premium-Anbieter, ist also relativ teuer und hat keinen Spielraum, nach oben die Preise noch groß zu erhöhen. Und das wird natürlich in Zukunft ein weiteres Problem sein, weil dieser Streaming-Markt nicht unendlich groß ist und jeder kennt das von sich selber. Irgendwann hat man keinen Bock, noch einen 5., 6., 7. Streaming-Dienst zu abonnieren und muss sich entscheiden, ja, wen nehme ich oder beziehungsweise bei wem bleibe ich? Das sind ja wichtige Fragen und von daher ist tatsächlich meines Erachtens der Zeitpunkt gekommen, wo Netflix kein Growth-Stock mehr ist, keine Wachstumsaktie mehr ist, weil dieses Wachstum, was sie generiert haben, kommt mal ganz deutlich ins Stocken und das zeigen auch die Zahlen. Zweistelliges Wachstum, so wie wir es in den vergangenen Jahren gesehen haben, geht eigentlich nur, wenn es Netflix gelingt, im internationalen Markt zu wachsen. Und dieser internationale Markt, da gucken wir uns jetzt mal gleich die Zahlen an, ist sehr, sehr mixed, würde ich sagen. Mixed deshalb, weil, das können wir uns mal angucken, hier unten habe ich die Zahlen mal drauf. Naja, wenn wir mal gucken, es gab einen Sonderfaktor in den Zahlen und der ist natürlich einfach zu erklären. Netflix hat gesagt, Russland machen wir keine Geschäfte mehr, wir kündigen alle Abos und da haben sie natürlich 700.000 Abonnenten verloren. Und wenn man mal guckt, insgesamt haben sie 200.000 in dem Quartal verloren, dann hätten sie tatsächlich 500.000 noch neue Kunden geschaffen. Also von daher kann man mal ein bisschen durchatmen. Aber wo ich jetzt auch ein bisschen drauf schaue, ist, in den USA haben sie 640.000 verloren, in Lateinamerika 350.000. Und die Gründe, die sind nicht ganz ohne, weil wir haben in Lateinamerika relativ schwache Makrobedingungen, das heißt wirtschaftliche Bedingungen. Und ihr wisst selber, Netflix ist wie so eine Sahne obendrauf. Man gibt nur Geld für Streaming aus, wenn du genug Geld in der Tasche hast. Und wenn das Geld knapp wird, durch Inflation, durch schlechte wirtschaftliche Bedingungen, durch sonst was, dann ist das eine der ersten Sachen, wo du drauf verzichtest. Und deswegen, Lateinamerika ist eigentlich ein gutes Beispiel, warum es nicht mehr in Zukunft vielleicht ganz gut läuft, wenn die wirtschaftliche Lage sich verschlechtert. Und in den USA haben wir es eben auch gesehen, wir haben Wettbewerb auf der einen Seite, Netflix ist High-Premium-Anbieter mit den teuren Kosten, schaffen sie es nicht mehr, neue Kunden zu generieren. Und die meisten Kunden, die generiert wurden und wo das Wachstum tatsächlich noch herkommt, ist aus Asien, ja, im asiatischen Bereich. Da wurden auch einige gute neue Netflix-Serien produziert. Man hat es da eben noch mal geschafft, Kunden zu generieren. Und das ist einfach notwendig, damit diese Aktie einigermaßen Zuwachs noch in Zukunft hat. Also ganz, ganz wichtiger und wesentlicher Faktor. Aber selbst wenn es Netflix gelingt, hier weiterhin Kunden zu generieren,
Ich meine, das müssen ja die Konkurrenten wie Walt Disney, ja, Viacom, Fox und so derzeit auch tun. Und ich vergleiche jetzt mal am besten Netflix mit Disney, weil Disney eben auch einen eigenen Streamingdienst hat, nur viel, viel günstiger. Dann sieht man, dass die Aktie im Branchenvergleich immer noch teuer bezahlt ist. Weil Disney ist mit einem KGV von 20 bezahlt und bei Netflix ein KGV von 20, naja, können wir uns selber ausrechnen, wenn wir 11 Dollar pro Aktie nehmen, ja, 11 mal 20 haben wir 220 Dollar und das heißt, wir sind jetzt mal so gerade mit 250 immer noch 10% ungefähr über dem Branchenniveau angesiedelt. Und das heißt, ja, allmählich haben sich die Bewertungen realistischer gestaltet, haben sie sich angeglichen, aber definitiv ist es immer noch ein Punkt, wir sind immer noch nicht am unteren Ende und ihr wisst, wie die Börse ist, die ist verrückt, die überschießt manchmal. Ja, wir haben Netflix in den vergangenen Jahren eigentlich immer ein Cashburn gehabt, also das Geld vernichtet wurde und das lag natürlich daran, dass Netflix unheimlich viel in den Aufbau von Content gesteckt hat, in die Produktion von neuen Serien. Und nur 2020, da konnte man keine neuen Serien aufgrund Corona produzieren. Und auf der anderen Seite haben aber viele, viele Kunden Abos abgeschlossen, weil sie so viel Zeit hatten, hat man einen positiven Cashflow gehabt. Das ist für 2021 dieser Effekt schon wieder rückgängig gewesen. Jetzt haben wir aber, das habe ich euch ja gerade gezeigt, diesmal in den Zahlen wieder positiven Cashflow gesehen. Das heißt, Netflix ist es gelungen, mit den bestehenden Kunden positiven Cashflow zu machen. Und das macht die Aktie definitiv wieder interessant, weil wenn du eine Aktie hast, die mit einem KGV von 20 bewertet ist, wir auf dem Level sind und die Aktie ja regelmäßig diese Gewinne bringt, ja, dann ist sie derzeit unter dem Markt-KGV bewertet, also unter dem vom S&P, ja, und hat dadurch vielleicht ein ganz gutes Potenzial. Dennoch dürfen wir nicht vergessen, ohne Content Spending wird die Aktie nicht weiter wachsen und da ist das große Problem. Während Amazon sich Content einkaufen kann, weil sie als Wettbewerber immer eine Querfinanzierung durch andere Produkte haben, ist Netflix darauf angewiesen, aus den eigenen Einnahmen Content zu machen und kann nichts querfinanzieren. Disney hat eine riesen Content-Datenbank, mit denen sie an den Start gegangen sind und was aus 50, 60, 70 Jahre Disney hervorgeht, was sie immer wieder verwursten und verwerten können. Netflix ist ein relativ junges Unternehmen und muss weiterhin Content Spend machen, um diese Market Shares zu halten. Und das ist natürlich ein Problem. Ja, deswegen die Frage jetzt, die Aktie wird heute bei 250 US-Dollar reinkommen. Ist sie auf dem Level ein Kauf oder ist sie kein Kauf? Und ja, wir haben im Prinzip hier folgendes Problem. Netflix muss irgendwie neue Kunden generieren und das Management sagt jetzt, okay, pass auf, wir haben ungefähr 100 Millionen Leute, die ihre Abos teilen mit anderen Haushalten. Und wir haben das immer akzeptiert. Und das war so ein Grundsatz von Netflix 7 Jahre lang, den man jetzt bereit ist, über Bord zu werfen und zu sagen, komm, die können wir zur Kasse bitten. Man hat in Costa Rica, war es glaube ich, ein kleines Experiment gemacht, in dem man den Haushalten angeboten hat, du darfst dein Abo teilen, zahlst aber 2,49 Dollar mehr, um mehr ja, sozusagen Erlös zu generieren. Und ihr wisst es selber, wenn ihr irgendwie Sky habt, irgendeinen anderen Anbieter, dann habt ihr häufig seid ihr auf 5 Geräte begrenzt oder so. Das ist alles bei Netflix nicht. Ja, und natürlich kann man daraus nochmal ein paar Kunden, extra Kunden generieren. Aber ganz ehrlich, wird man auch dadurch Kunden verlieren, weil viele Leute sagen, ich kann mir die 20 Dollar oder 20 Euro im Monat nicht leisten. Und wenn ich das nicht teilen kann mit anderen, ja, dann bin ich eben ganz raus. Und ich glaube, per Saldo wird das Ganze eine Nullnummer werden. Das heißt, du wirst nicht da wirklich extra neue Kunden generieren, indem du das plötzlich kostenpflichtig machst. Netflix hat diese Lösung 7 Jahre bewusst gewählt. Das war ja kein Zufall, dass sie das erlaubt haben, weil sie wachsen wollten. Und ja, das denke ich, dass sie sich das auch genau überlegt haben. Und jetzt zu kommen und zu sagen, naja, wir haben da ja noch Potenzial, sehe ich kritisch an. Als zweite Lösungsmöglichkeit schlägt das Management jetzt vor, okay, wir können Werbung erlauben. Das ist tatsächlich ein Punkt, da kann man eine Zusatzeinnahme generieren für Kunden, die nicht den vollen Abo-Preis zahlen wollen. Das ist ähnlich wie bei Spotify, kennt man, ne? Also entweder bist du ein Premium-Kunde oder bist kein Premium-Kunde. Da hast du theoretisch Möglichkeiten,
Die dritte Sache ist für Netflix, sie könnte sich neu erfinden, indem sie auch an den Spielemarkt, das ist so eine Idee, dass man auch bei den ganzen Games ja Content bieten möchte und dann Kunden im Abo sozusagen neue Videogames spielen können. Das ist meines Erachtens eine Idee, die steckt noch in den Kinderschuhen. Bis die Geld generiert, dauert das 3, 4, 5 Jahre, aus Investorensicht derzeit nicht so interessant. Aber man darf eben nicht vergessen, mit jedem Monat baut Netflix auch einen größeren Content aus und der geht nicht verloren, den kann man immer wieder vermarkten. Und das heißt, ja, die Aktie, das Abwärtspotenzial wird, glaube ich, begrenzt sein. Allerdings das Aufwärtspotenzial ist auch begrenzt, weil die wirtschaftliche Lage, die gerade da ist, spricht bei der hohen Inflation, bei der schlechten wirtschaftlichen Lage, tatsächlich dagegen, dass wir unmittelbar sofort wieder Neukunden sehen. Preissteigerungen sind kaum noch möglich, weil man schon Premium-Anbieter ist. Der Wettbewerb ist unglaublich hart zu den anderen Streaming-Dienstleistern, die da sind. Und die Wettbewerber haben größere Content-Datenbanken und vor allem eben auch ein Angebot, was Netflix nicht drin hat, nämlich Sport. Ja, das ist ein riesen Markt, ist aber auch sehr, sehr teuer, wenn du eine Champions League kaufst, wie Amazon das gemacht hat oder so. Und letztendlich, glaube ich, stehen wir bei der Aktie da, dass wir sagen, okay, wir sind nicht mehr die klassische Wachstumsaktie. Wir werden auch nicht mehr die Prämie sehen, die man für den First Mover bezahlt, weil, das habe ich in meinem letzten Video schon gesagt, the winner takes it all gibt es hier nicht, wie bei Amazon, Facebook oder sonst was, sondern der Markt wird aufgeteilt unter Streaming-Anbietern. Und ja, wenn wir ein normales historisches KGV im S&P von 18 nehmen, ja, dann hätten wir sogar ein neues Kursziel nach unten von 198 US-Dollar. Das wäre krass, weil dann haben wir immer noch mal 20-30% Luft nach unten. Und da muss man einfach auch realistisch sein. Das ist tatsächlich definitiv denkbar. Und ja, auch wenn wir uns die KGVs angucken, eben von Mitbewerbern, ne, ja, dann ist es so, es wird immer noch eine Prämie für Netflix bezahlt. Die Prämie kann dahin schmelzen und diese Prämie ist immer noch das Risiko, was Investoren tragen. Die gute Nachricht ist, bisschen andere, weil die Aktie verdient Geld, sie hat Kunden, sie hat sich etabliert und wenn wir uns das von der technischen Situation angucken, wo der lange rote Pfeil ist, da wird die Aktie wahrscheinlich heute aufmachen, sehen wir, ist sie technisch mittlerweile sehr gut unterstützt. Wir haben dann eben nochmal Platz nach unten für Richtung 198, aber da muss man jetzt auch ein bisschen überlegen, ja, kauft man so eine Aktie immer zum Tiefpunkt? Ich glaube nicht. Ja? Bei 380 Dollar im Februar haben wir gesagt, komm, lass die Finger weg davon. Unsere Kursziele sind 250. Jetzt sind wir in einem Kursziel von 250. Und jetzt wieder das Kursziel nach unten zu nehmen, wäre eine Möglichkeit. Aber ich muss sagen, ich sehe jetzt hier auf dem Niveau die Aktie relativ gut unterstützt. Das Risiko sehe ich tatsächlich so ungefähr bis 200 Dollar nach unten. Heißt, hat man eben nochmal 20-30%, je nachdem, wie stark die Aktie heute oder wo sie aufmacht von der 250. Aber die Aktie reißt ja auch einen Gap Richtung 320, 340 und das ist, denke ich, ein Gap, was der Markt die Chance hat, nachdem das erste Gap technisch gesehen ein sogenanntes Runaway Gap war, was nicht geschlossen wurde, das erste Down Gap, bin ich relativ zuversichtlich, dass das zweite Down Gap schließen können und aus technischer Sicht halte ich die Aktie zwischen 240 und 250 jetzt für einen Kauf. Man muss allerdings wirklich die Taschen und das Geld mitbringen und es aushalten können, dass wir vielleicht auf 200 Dollar nochmal zurückfallen. In dem Fall würde ich versuchen, die Aktie zu veroptionieren. Was ich sehen möchte, ist eine unmittelbare Reaktion heute am heutigen Tag nach oben. Wenn die nicht kommt, ja, dann wird ein Überschießen Richtung des unteren Kursziels möglich sein. Ansonsten hat man heute, glaube ich, eine richtig gute Chance zuzugreifen bei der Aktie. Und wirklich zu Kursen, die man sich ja jahrelang gewünscht hat, um da nochmal einzusteigen. Ne? Gehen wir zurück in den Chart, müssen wir bis 2018 zurückgehen. Und das ganze Wachstum seit 2018 ist ja nicht passé. Die Aktie macht Geld, sie hat endlich Free Cashflow, sie ist nicht mehr der Wachstumswert Nummer 1. Deswegen wird sie nicht 600 oder 700 Dollar haben, aber sie ist definitiv auch kein Schrott. Sie verdient Geld und deswegen für mich meine ganz klare Empfehlung, ich werde sie heute kaufen. Ich würde sie heute kaufen und ja, wie ihr es haltet, entscheidet ihr. Ich hoffe, euch hat der Video Spaß gemacht
Und wir hören uns beim nächsten Mal. Wie gerne immer, lasst eure Kommentare unter diesem Video und ich werde euch auch antworten. Bis dann, bye bye, euer Dirk.